Prost! Servus, ich bin der Hirsch vom Hofbräuhaus Traunstein, arbeite als Braumeister. Und ja, momentan haben wir eine wahnsinnige Hitze. Und was gibt es da Schönes, wenn man dann ein kaltes Bier daheim hat? Passiert oft einmal natürlich, dass man auf Nacht warm kommt und es ist nur ein warmes Bier zu Hause. Unser Bier ist zwar recht gut, das kann man im warmen Zustand schon auch trinken. Aber ein kaltes Bier ist natürlich bei den Temperaturen noch wesentlich besser. Und deswegen zeigen wir euch heute einige Tricks, wie man in relativ kurzer Zeit aus einem warmen Bier ein kaltes Bier machen kann. So, da haben wir schon die erste Geschichte. Ja, wenn man Eiswürfel daheim hat und ein bisschen Salz, dann gelangt schon. Da haben wir unser warmes Bier. Das tun wir jetzt da in unseren Kiwi da rein. Tun wir da auf die Schnelle ein paar Eiswürfel rein. Dann, Salz hat jeder daheim, drehen wir da reichlich Salz drüber. Und jetzt heißt es, ein paar Minuten warten. So, jetzt sind einige Minuten vergangen, jetzt dürfen wir schon ein kaltes Bier haben. Schauen wir gleich nach. Ja, wunderbar schaut das aus, wir haben noch ein bisschen was hergerichtet. Jetzt haben wir natürlich da ein bisschen Salz drauf, das nehmen wir weg. Oder man spült es mit Wasser ab. Ja, und dann machen wir das auf. Schauen wir nach. Schauen wir, dass wir einen schönen Schaum haben, dann macht es noch mehr Freude. Wunderbar. Und wie ihr seht, das Glasl läuft da, das schaut ja schon gut aus. So, nur schneller geht es aber natürlich noch, wenn man ein Gefrierfach daheim hat. Servietten. Ich habe zwei Servietten hergerichtet, habe es nass gemacht. Kurz um das warme Flaschel umwickeln. Oben eins und unten eins. So, und dann rein damit ins Gefrierfach. Aber aufpassen, nicht zu lange drin lassen. Wirklich spätestens nach 10 Minuten wieder raus, sonst reißt euch das Bierflaschen. Und rein damit. Und jetzt genau auf die Uhr schauen. Und nach 10 Minuten gehen wir es raus da und haben ein wunderbares, eisgekühltes, frisches Hofbräu aus Traunsteinbier. Und wenn es natürlich um eine ganze Kiste geht, die eingekühlt gehört, weil es zu warm ist, da kann ich euch nur unseren Hofbräu aus Traunstein Tragelkühler empfehlen. Das ist der hier. Da muss man dann ganz einfach mit Wasser befüllen. Genau, geht eigentlich ein bisschen mehr rein. Aber jetzt gerade zur Veranschaulichung machen wir es so. Und diesen Kühler dann in die Gefriertruhe rein. So, das Wasser gefrieren lassen. Muss man natürlich eine Zeit warten. So, und wenn man dann entsprechend lang gewartet hat, dann schaut das Ganze so aus. Genau, wenn man dann einige Stunden gewartet hat, dann schaut das Ganze so aus. Sieht man jetzt, es ist alles gefroren. Und mit dem Eis können wir natürlich dann unseren Träger schön kühlen. So, und den Block setzen wir jetzt auf. Genau, und dann kann unser warmes Bier, unsere warmen Flaschen, können dann schön kühlen. Das ist natürlich dann perfekt. Da kann man einen Grill anwerfen und dann hat man am Schluss ein ganz frisches, kaltes, schönes Bier. So, einen letzten Tipp, der wir euch noch mitgeben, was natürlich auch ganz großartig ist, das sind geeiste Gläser. Wenn man über Nacht einmal ein Bierglasel auch in den Tiefkühler rein tut und dann am nächsten Tag dann rausnimmt, ist das natürlich großartig. Das ist natürlich super. Da seht ihr es, ein geeistes Glas. Und da macht es natürlich gleich nur mehr Spaß, wenn man sich da sein Bier dazu einschenkt. Gerade bei den jetzigen Temperaturen ist das einfach dann ein Genuss. So, das waren jetzt meine Tipps, wie ihr kurzfristig ein warmes Bier in ein kaltes Bier verwandeln könnt. Dann sage ich ansonsten noch Prost und bis zum nächsten Mal.